vielen, vielen Dank. Mach's gut! Das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, habe ich über die letzte Tour erzählt und über die Zeit, die alles verändert hat. Neue Wege brauchen Zeit und so hat sich eigentlich alles in meinem Leben verändert. Ich wohne nicht mehr dort, wo ich lange zu Hause war und ich habe vieles hinter mir gelassen. Ich wollte wieder wie jeder normale Mensch beim Einkaufen bedient werden oder einfach zu einem Arzt gehen können. Und dafür musste ich viele wichtige Entscheidungen treffen, die mein Leben, aber auch das Leben meiner Familie völlig verändert haben. Neue Wege brauchen Zeit. Und ich danke euch, dass ihr bei mir bleibt. Das letzte Album hat sich, wie eigentlich alle Alben, ganz von alleine geschrieben. Und es hat mir geholfen, vieles für mich zu verarbeiten, vieles zu akzeptieren und neue Wege zu finden. Auf den Spuren der Wahrheit ist uns kein Weg zu weit. Wir haben schon so viel gesehen, wollen noch so viel verstehen. Wenn's drauf ankommt, sind wir bereit. Auf den Spuren der Freiheit riskiert man oft die Sicherheit. Der Versuchung widersteht, furchtlos in den Spiegel sehen, das ist das, was von uns bleibt. Die Einladung aus München kam total überraschend, aber ich finde es wichtig, nicht zu vergessen und zu erinnern. Und darum war klar, dass ich dort sein möchte. Und wieder haben wir irgendwie möglich gemacht, was zu dieser Zeit gar nicht möglich war. Was, wenn wir uns wieder begegnen? So wie ein Kind, das keine Zweifel kennt. Bist du bereit zuzuhören, wenn ein anderer dir seine Wahrheit nennt? Komm, lasst uns endlich wieder Brücken bauen. Wenn uns noch einmal eine Tour gelingt, dann ist es am Ende immer die Begegnung mit jedem Einzelnen, egal ob vor, auf oder hinter der Bühne, die mir in Erinnerung bleibt. Du bist für einen Moment miteinander in besonderer Weise verbunden und du fühlst diese Verbundenheit. Wir sind nicht allein, keiner von uns. Und ich werd alles, was ich sagen kann, mit euch teilen. Uns alles geben, wenn ich meine Lieder sing. Verbunden durch das Band zwischen den Zeilen und die Musik, die durch das Klavier erklingt. Und in der Dankbarkeit bekommt jede Zeit ihre Chance. Und ich bin dankbar, dass es euch gibt und dass wir zusammen ein Stück des Weges gehen. Und ich kann es kaum erwarten, dass wir uns wiedersehen.
neue Wege, das heißt für mich auch innehalten und genau darüber nachzudenken, wie viel ich noch geben kann. In mir wächst das Gefühl, dass alles im Außen gesagt ist, was ich sagen kann und was ich noch sagen möchte. Und darum schreibe ich gerade an einem Album, was auch mein letztes sein könnte.